Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Rollenspiel- und Abenteuerspielfreunde da draußen, hier zurück zu God of War. Wir haben beim letzten Mal, ich glaube es war ein Zyklop, besiegt und sollen nun wieder nach Hause zurückkehren mit dem Jungen. Wie lang geht's nach Hause, Mann? Und er scheint schon etwas ungehalten zu sein, also gucken wir mal, dass wir da hochkommen. Und weiter geht's. Ah, da gibt's noch mal was zum Heilen, aber ich glaube, das brauche ich gar nicht. Er tritt halt einfach drauf. Das ist der Hammer. Oh. Gegner betäuben. Der Betäubungsbalken eines Gegners befindet sich unter seiner Gesundheit. Angriffe in schneller Folge fügen dem Gegner Betäubungsschaden zu und der Balken füllt sich. Wenn der Balken voll ist, ist der Gegner betäubt. Drücken Sie, also diesen komischen rechten Dreier-Knöpel, um Gegner anzugreifen. Pfeile um Angriffe mit bloßen Händen fügen zusätzlichen Betäubungsschaden hinzu. Kratos kann mit bloßen Händen kämpfen, wenn er mit die Axt wirft oder sie verstaut hat. Okay. Kratos kann also mit bloßen Händen kämpfen. Normal. Okay. I don't need the axe. It seems. Ich hätte auch die Axt nehmen können, aber. Aua! Boah, okay. Ich muss das mit dem Timing nochmal üben. Chill mal, Junge. Der hat ja gerade eben hier richtig. Also, Kratos hat auf jeden Fall Kraft. Das wollen wir jetzt mal so dahingestellt lassen, ne? Kämpft der Junge gegen irgendwas? Ne, er ist da hoch. Okay. Ja, ich will mich aber auch gerade eben hier nochmal schnell mal umschauen. Nicht, dass ich irgendetwas übersehe. Es ist offensichtlich, dass alles, was irgendwie mit dieser goldenen Farbe angemalt worden ist, in gewisser Weise wichtig ist. Interagierfähig ist. Hello there. Na, komm her, Schätzchen. Ja, netter Versuch. Ich hab dich schon kommen hören. Hätte ich mal keinen Gegner mehr im Rücken. Und dich schnapp ich mir so. Oh, tschüss. Das ist schon echt heftig. Was ist das denn? Das frage ich mich gerade auch. Manche Gegner sind gegen die Axt resistent, das will ich gerade mal vergessen. Die Axt besser? Tatsache, ja. Okay, also. Dann haben wir jetzt hier bloße Faust-Action. Na, Freundchen? Also. Ich hab gesagt, dass etwas im Wald anders ist. Und ich habe gesagt, du sollst still sein. So langsam aber sicher weiß ich, warum er sich fragt, ob der Junge bereit ist. Jetzt aber eine Menge Heilungszeug, wenn man bedenkt, dass. Nee, das ist vielleicht auch für härtere Schwierigkeitsgrade. Da wird es vielleicht nicht ganz so viel. Warte mal, wie ziele ich nochmal? Nee, genau, und jetzt. Der Schild ist ja Quatsch. Zielen Sie mit Link. Ja, das mache ich ja. Und dann drücken Sie. Er wirft aber die Axt nicht. Er wirft sie nicht. Muss ich sie in die Hand nehmen? Ah, okay, ich muss sie in die Hand nehmen. Ich dachte, er wirft sie dann vielleicht mal von alleine. Ja, ich bin noch dabei, hier gerade eben die Steuerung zu lernen. Ich bitte das zu entschuldigen. Wollte mich jetzt auch nicht hardcore spoilern lassen von der Sache. Aber warum verbrennt ein Feuer Tollmutters Garten? Und seit wann kommen Draugar so nah ins Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still.
Wir sind fast zu Hause. Also immerhin haben Kratos und ich das gemeinsam und der Junge, wir wissen es einfach nicht. Wir wissen gerade sehr wenig. Oh, ja. Ja, das war ja die Feuerbestattung. So, warte mal, aber wo muss ich denn jetzt hin? Ins Haus kann ich ja nicht rein. Doch, warte mal, ich kann ins Haus rein. Sekunde. Ins Haus, Junge. Also das sind schon mächtige Bäume, aus denen er das Haus gemacht hat, aber ich bezweifle, dass sie die Draugarde draußen halten werden. Er sammelt ihre Asche ein. Nimmt das sie vielleicht mit als Andenken? Man sieht so einen Anflug von einfacher Traurigkeit in seinen Augen. Ja, er nimmt ihre Asche mit. Wir müssen mal mit dem Jungen reden. Das ist ungerecht. Was ist ungerecht? Du warst so zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du wirst auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert. Nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Au! Warum? Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. Los, komm raus! Da ist wohl jemand. Das bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Wir wissen immer noch nichts. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Also wer so an die Tür kommt, der riskiert das schon, dass es blutig endet. Mit solchen Sprüchen. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es, eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch, ich denke schon. Okay. Für
Verschwinde von hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Endlich? Du wolltest nicht hören. Nein, 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 nein. Nein, nein. Man muss Kratos so gut erhalten, er war sehr geduldig. Nein. Er hat mehr als einmal die... Ich bin ei, ei, ei. Wirklich unglaublich enttäuschend. Na dann komm. Okay, der Sinnlos. Fremde. Sinnlos. Du langweilst mich. Gibst du dir überhaupt Mühe? Ja, das ist Ansichtssache, ob ich mir Mühe gebe. Was ist denn Mühe? Ja! Hey, komm mal her, mein Freundchen. Au! Ich benutze mal die Axt, vielleicht hilft das ein bisschen was. Au! So langsam. Also dafür, dass ich angeblich zu langsam bin. Boah, fuck my life. Sag, was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Wieso sind da drin zwei Betten? Schön abwechselt immer auf die andere Wange. Von hier! Der hört nicht auf, ey! Meine Güte. Etwa einen wunden Punkt getroffen? Komm, lass uns den Baum nehmen. Den versteckst du! Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Was? Na, willst du es noch mal versuchen? Ja, du redest zu viel. Du willst nichts sagen? Na schön. Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Boah, jetzt reicht's. Ist das heftig? Ich bin sehr sprachlos. Wer ist es? Den soll ich nicht finden. Find mir's heraus. Ey, sowas habe ich noch nie gesehen, Leute. Ich habe sowas noch nie gesehen. Sinnlos. Langweilst mich immer noch. Was hast du zu verbergen?
bist ein Narr! Du bist ein Narr, dass du hierher gekommen bist, mein Haus zerstört hast und meinen Sohn angreifen willst. Dafür habe ich keine Zeit. Und ich hatte nie Zeit für dich. Ja, wenn Götter spielen, ne? Dann rumpelt's ordentlich im Karton. Ist der jetzt da drunter? Da scheint nichts mehr von ihm rauszugucken. Ja, okay. Sind wir jetzt fertig mit diesem anderen Gott? Keine Ahnung, ich glaube, wir schleppen uns jetzt erstmal wieder zurück, oder? Ey, also das war ja mal ein Effektgewitter. Das ist ja heftigst. Oh nein. Willst du etwa schon gehen? Als Odin mich hierher geschickt hat, brauchte ich bloß Antwort. Aber du bist einfach zu streuen. Schleudere, was du hast auf mich. Ich werde nicht aufhören. Der alte Körper wird versagen. Aber bevor ich es zu Ende bringe, solltest du eines wissen. Ich spüre überhaupt nichts hiervon. Ach du Scheiße. Unverwundbar und spürt gar nichts. Das ist jetzt echt nicht fair. Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Du kannst mir nichts tun. Nichts kann das. Dieser Kampf ist sinnlos. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Dann reden wir vielleicht einfach mal mit ihm, aber gerade ist halt nicht gerade der Mann vieler Worte. Du kannst nicht siegen. Ich spüre gar nichts. Aber du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Fühlen zu können. Du kannst mich nicht besiegen. Ist vielleicht auch ein Vorteil. Komm schon. Bin doch schon da. Ich fühle gar nichts. Ja, damit bist du ganz schön laut. Du alter Poser. Autsch. Das ist nicht gut. Nutzlos! Erbärmlich! Boah, der ist gerade echt gefährlich, der Typ. Ja, das ist offensichtlich.
besiegen! Ich bleib mal besser bei der Axt, ne? Du kommst doch immer so schön hierher. Ich fühle gar nichts. Boah, der Penner, ey. Komm her. Das bringen wir schön taktisch zu Ende. Das können wir bis alle Ewigkeiten so liegen bleiben, Freundchen. Ich hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. Wow. Na los. Hat er das gefühlt? Er wirkte auch am Ende etwas überrascht, als es Genick knack gemacht hat. Boah. Wer war er? Er kannte mich. Kannte er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Ich habe keine Antworten darauf, mein Lieber. Faye, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, meine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Was für ein Kataklysmus. Und ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Geht's dem Jungen gut? Ich hoffe sehr. Aber wir können nicht hier bleiben. War so viel, ich dachte... Lärm? Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Werden wir doch in unsere Vergangenheit heimgesucht? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Ja. Getrieben von unserer Vergangenheit. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Der Berg. Ja, aber eine wichtige. Wow, wie ist das denn passiert? Das werden wir ihm irgendwann mal erklären müssen.
So, ich glaube, das Tutorial ist jetzt weitgehend rum. Ich guck mal gerade eben, kann ich jetzt schon irgendetwas mit meinen Erfahrungspunkten machen? Ich habe 617 XP. Bis jetzt hat das Spiel mir ja noch nicht erklärt, was ich mit all dem machen kann. Es gibt auch Rüstung, so wie es aussieht. Dicke, robuste Streifen aus Leder und Fell, die leichten Schutz vor den Gefahren des Waldes bieten. Abwehr 3. Ja, weil es sind halt drei Lappen da auf der Schulter, ne? Deswegen Abwehr 3. Dann gibt es hier noch abgenutzte Wickel der Verbannung. Abwehr 2, weil da hat er ja links so einen Wickel und rechts so einen Wickel, ne? Macht 2. Und dann hat er noch so einen lustigen Lendenschurz. Kann ich das irgendwie upgraden? Auswählen? Ja, das Erste, was wir machen, ist auf seinen Schritt fixieren. Faszinierend. Todesschwurgürtel. Ah, da ist auch noch irgendwie was dabei. Ah. Sie haben Rüstung mit einem Zauberplatz angelegt. Okay. Zauber. Zauber können nur an gelegten Rüstungen und Talismanen mit Zauberplätzen angebracht werden. Zauber bieten Statusboni und einzigartige Boni, wenn der Gegenstand ausgerüstet wird, an den sie angebracht sind. Zu den Plätzen. Einige Rüstungen verfügen über bis zu 3 Zauberplätze. Drücken Sie X, um den Platz mit angelegter Rüstung auszuwählen. Hier kann ich jetzt gerade eben nicht viel tun, so wie es aussieht. Den Platz auswählen. Drücken Sie A, um den Zauber auszuwählen. Symbol der Beharrlichkeit, Abwehr. Ja. Haben wir jetzt drin. Okay, wir haben jetzt also unsere Rüstung verzaubert. Das heißt, ich werde jetzt hier wohl weniger Schaden bekommen. Gehen wir mal zurück. Also ich habe nun einen verbesserten Lendenschurz. Todesschwurgürtel. Das Lustige ist... Ja, also das würde ich auf jeden Fall gerne ausrüsten. Ist das jetzt ausgerüstet? Bin mir nicht ganz sicher. Es sieht so aus, als ob es ausgerüstet wäre. Ja, der Todesschwurgürtel ist ausgerüstet. Was kann ich jetzt hier? Die abgenutzten Wickel? Da kann ich wohl auch irgendetwas tun? Todesschwurhandschuhe. Kann ich auch nehmen zu den Plätzen? Nee. Runde. Da kann ich, glaube ich, nichts machen momentan, oder? Doch, kann ich. Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, man schaut ja mal, ne? Ah, sie haben die Todesschwur-Dinger und jetzt kommen noch die Lappen da oben. Nennen wir sie einfach die Todesschwur-Schulterlappen. Okay, die sehen jetzt schon sehr viel geiler aus als die davor. Da ist aber auch nichts möglich. Okay, aber wir haben jetzt schon mal eine bessere Rüstung. Ich kann sogar den Jungen, so wie es aussieht. Wow, okay. Krass. Der gestaltet aus Leder, ne? Ohne Schwur Waffenrock. Ich glaube, das ist eventuell irgendwie vielleicht so ein Vorbestellergedöns. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wir haben es. Ich kann damit schon mal wunderbar simulieren, wie man ausrüstet. Das finde ich schön. Wie sieht es jetzt hier aus mit der Axt? Leichter Runenangriff. Ich habe, so wie es aussieht, keine Runen. Was ist das hier? Hölzerner Griff. Den kann man also auch noch später upgraden, wie mir scheint. Ja, und die Axt kann ich gerade eben nicht. Aber ich kann vielleicht auch noch den Schild. Wenn man anschaut, Verteidiger der Auserwählten. Oh, da ist einiges möglich. Also, Verteidiger der Auserwählten, dann gibt es Amulett, Anmut des Wanderers. Wächter der Verbannten. Glaube ich einfach nur Stil, ne? Der Döxkjöldnur. Da gibt es noch dein Seelenschild der Lichtalben und Faustschild der Schmiede. Ey, ganz im Ernst, den finde ich optisch irgendwie cool, weil da ist Blau drauf und ich liebe Blau. Guck mal gerade eben. Weil der wirkt so richtig edel. So, wir nehmen den da. Nur noch bei der Rüstung hier. Warte mal. Ich nochmal irgendwie. Sieht so aus, als ob ich hier noch was machen könnte. Glück der Zeiten. Was auch immer Glück bedeutet. Kann ich hier noch was tun? Nö, kann ich nicht. Okay. Dann kommen wir noch zu den Fähigkeiten. Aber ich habe anscheinend noch keine Fähigkeiten, oder? Erfordert
Irgendwie eine Abklingzeit. Axtverbesserung. Kaufen. Ah, hier kann ich was kaufen. Also ich kann den Nahkampf jetzt verbessern. Kurz die Aufladedauer. Das heißt also, ich habe dann irgendwie den heftigeren Schlag, kann ich häufiger oder schneller benutzen. Alternativ kann ich verursacht während dieses Angriffs zusätzlichen Frostschaden oder zusätzlicher Bonus beim Aufprall wird ein Frostschaden-Explosion ausgelöst. Kann ich das jetzt hier einfach irgendwie benutzen? Nee, das wollte ich nicht. Warum gehst du hier hin? Ich will das hier eigentlich verbessern, wenn das irgendwie geht. Okay, ich muss irgendwie die Axtverbesserung noch hinbekommen, aber irgendwie scheint es dem Spiel gerade eben ziemlich Wumpe zu sein. Also hier. Zugegebenermaßen, ich weiß nicht, wie man levelt und das Spiel erklärt es mir gerade eben auch noch nicht. Obwohl ich anscheinend 617 von 500 habe. Ach, X, da steht's ja. Ey, das war für mich gerade eben erst nicht richtig zu sehen. Aber jetzt hat's funktioniert. Schön. Also, wir haben unsere Axt ein bisschen verbessert. Die benutze ich ja auch tatsächlich so. Okay. Wir haben auch noch Ressourcen, wie ich sehe. Also, wir könnten welche haben. Damit, würde ich sagen, liebe Freunde, haben wir nochmal ein ordentliches Gefecht-Gewitter erlebt und auch nochmal ein bisschen Gameplay. Danke für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal beginnt die Reise. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.